wenn ich einen Menschen habe, bei dem ich weiß, dass er sich zum Islam bekennt und die Shahada gesprochen hat, okay, dann und ich mir jetzt nicht sicher bin, ist er noch Muslim oder kein Muslim mehr? Ja, ich habe durch einen Freund kennengelernt und der ist Muslim geworden und dann habe ich 10 Jahre lang nichts mehr von ihm gehört und habe dann gehört, dass er irgendwo in Australien gestorben ist. Ja? Ich kann nur jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ich habe 10 Jahre nichts mehr von ihm gehört, nie beten gesehen und so. Ob der noch Muslim ist, Allahu Akbar. Er hat unter Nicht-Muslimen gelebt und ich habe gesehen, wie das er singt und tanzt und was weiß ich. Ja? Ja, bin ich mir nicht sicher. Nein, aber das sind ja alles unsichere Sachen. Ja? Ich muss sicher zu dem zurückkehren, was sicher zuletzt der Fall war. Sicher zuletzt der Fall war, er war Muslim, also bete ich auch für ihn und bitte Allah subhanahu wa ta'ala für ihn um Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Ja? Umgekehrt, dann natürlich das Gleiche. Wenn jemand ein ursprünglicher, ungläubiger Mensch ist und ich nicht weiß, hat er den Islam angenommen oder nicht. Ja, das gibt es ja auch manchmal. Man hat in der Verwandtschaft vielleicht Leute, die keine Muslime sind. Ja? Aber dann sagt jemand, ja, aber der glaubt an Gott und der hat auch öfter gesagt, der Islam ist die Wahrheit und er hat Hinweise gegeben, dass er, und ich habe sogar im Traum gesehen, wie er über die Shahada gesprochen hat und sowas, ja, dann sagen wir, okay, das sind aber keine sicheren Indizien. Sichere Indizien ist was? Also er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, oder dass du ihn beten siehst, ja, dass du ihn beten siehst, für den Muslimen, dann weißt du, weil du hast ja auch nicht von jedem von uns die Shahada gehört, oder? Trotzdem geht es davon aus, dass wir alle ja Muslime sind, ja. Deswegen, es gibt sichere Indizien und wenn man danach falsch liegt, gut, soll man machen. Fehler kann man auch machen. Nicht? Aber ich muss davon ausgehen, von dem, was sicher ist. Und deswegen ist diese Unterscheidung, ist jemand ursprünglich Muslim oder ursprünglich eben nicht, wichtig. Weil nachher, die ganze Thematik geht ja um was? Es geht ja darum, dass jemand sich zum Islam bekennt. Und du sagst nein, er sagt doch. Du sagst nein. Darum geht es ja eigentlich nur in diese, das ist die problematische Stelle, sag ich mal.